Herzlich willkommen zum Review des Astro A14 Gaming Headset. Ja, das Headset habe ich jetzt nun schon eine ganze Weile in Gebrauch an der Xbox sowie am PC. Ich teste das Mikrofon, das habe ich ja dauerhaft in meinen Let's Plays zum Einsatz, im Einsatz. Und ja, jetzt denke ich mal, kann ich eine ganz gute objektive Meinung von dem Headset abgeben. Ist es totaler Scheiß oder lohnt sich der Preis wirklich? Das werdet ihr jetzt erfahren. Und ja, ich denke mal, ich fange einfach mal zuerst mit den positiven Eigenschaften an. Dazu gehört sicherlich nicht der Preis, aber ich finde, es ist mit Abstand das flexibelste Headset und vor allem auch von der Verarbeitung her einfach das Beste. Hier hat man keine Angst, dass irgendwas kaputt geht. Es ist alles wirklich sicher verbaut. Es fühlt sich alles sehr hochwertig an. Es knatscht nichts, es gibt keine Geräusche von sich, wie beim zum Beispiel Triton AX Pro. Da, wenn man die Kopfhörer verstellt, genau hier, hat es dermaßen geknarzt, geknirscht und sonstiges Zeugs. Und hier hört man es nicht einmal. Das hier ist eine Stahl-Metall-Strebe hier. Und das lässt sich wirklich ohne ein Geräusch hier auseinanderziehen. Das Kabel geht da drin dann mit. Ist eindeutig besser gelöst als beim Triton. Also da hört sich das echt grauenhaft an und dort habe ich von vielen eben schon gehört, dass es dort auch zu einem Bruch kam. Das kann hier eben nicht passieren, finde ich sehr gut. Und vor allem ist es hier natürlich auch besser, man kann das Headset nach seinem Geschmack, nach seinem Geschmack einrichten. Denn diese Backplates, oder die eben hier an die Seite kommen, die lassen sich austauschen. Man kann die selbst bedrucken, selbst designen und dann kann man sich sozusagen sein eigenes Headset damit machen, in seinem eigenen Look eben. Das heißt, wenn man einen Clan hat, dann kann man sein Clan-Logo da drauf machen etc. Das ist natürlich auf jeden Fall sehr viel besser. Das ist natürlich auch ein MLG-Headset, das heißt, die ganzen MLG-Pros haben da zum Beispiel auch hier ihren Clan-Tag da drauf, Instinct, Final Boss, keine Ahnung. Und das sieht natürlich einfach richtig genial aus. So, das haben andere Headsets bisher nicht. Die haben dann eben andere Möglichkeiten, aber das finde ich auf jeden Fall richtig geil. Die werden hier mit vier Magneten da dran gehalten. Ist auf jeden Fall richtig top. Gut, aber deswegen kauft man sich natürlich noch kein Headset. Die Soundqualität, ja. Was lässt sich dazu sagen? Man muss sagen, ich habe vorher mit einer Logitech-Anlage bei meinem PC gehört. Die kostet ca. 25 Euro. Die Musik ist ganz gut, da ist ein Subwoofer dabei. Aber das Astro A40 ist um Weiten besser, also da hört man echt mal mit der Musik, keine Ahnung, das ist eine ganz andere Welt, sage ich mal. Da hört man wirklich alle Details, die man vorher einfach gar nicht gehört hat, die man gar nicht hören kann mit so einer billigen Anlage. Und es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Feeling, wenn man dann Musik hört zum Beispiel. Also da kann ich es auf jeden Fall nur empfehlen. Und auch das Mikrofon hier, was man eben übrigens abmachen kann, wie man schon sieht, das kann man dann ganz einfach hier an der Seite wieder da dran heften. So, da könnt ihr jetzt einfach reinmachen. Oder wenn man möchte, dass es an der anderen Seite ist, kann man natürlich auch die Tags hier einfach tauschen, denn es hat nur eins ein Loch. Dann kann man das hier einfach tauschen und dann seht ihr hier auch schon, da kann man das Headset auch reinpacken. Ja, auf jeden Fall der Sound am PC ist richtig super. Ich persönlich schließe es immer mit dem Mixamp an, denn dieser kleine Soundprozessor ist einfach nur der Hammer. Also die Musik hört sich damit einfach nur richtig geil an. Kristallklar, man hört jede Details etc. Und ich schließe es persönlich mit dem optischen Toslink-Kabel an. Das sieht man hier, glaube ich. Genau, da ist Tos. Dieses kleine Zeug hier. Per USB bekommt es nur Strom, das heißt USB ist einfach nur für den Strom des Soundprozessors zuständig. Finde ich ebenfalls gut, dass man einfach keine Steckdosenanschlüsse braucht, so wie beim Triton. Das brauchte sogar zwei Steckdosenanschlüsse, das heißt der Digital-Decoder da, der hatte zwei Anschlüsse für das Netzteil. Also das fand ich ein bisschen übertrieben. Das heißt, hier ist ein bisschen weniger Kabelgewirr, aber dennoch stört das Kabel eben ein bisschen, aber es ist natürlich eben auch ein Kabel-Headset. Das heißt, da kann man nicht wirklich viel mehr machen. So, also Sound beim PC wirklich optimal, da kann ich nichts gegen sagen. Man sollte nur darauf achten,
dass man hier das Mixamp nicht auf volle Lautstärke stellt. Das heißt hier, dann fängt es an zu rauschen. Immer am besten irgendwo in die Mitte stellen und dann den PC-Sound höher drehen. Dann habt ihr auf jeden Fall kein Rauschen. Beim Triton AX Pro ist mir auch aufgefallen, dass das Mikrofon ein sehr starkes Hintergrundrauschen hat oder hatte. Das ist mir vorher nicht so ganz aufgefallen. Erst bei den Let's Plays, als ich mir die genauer angehört habe. Und dann sehe ich auch bei Sony Vegas eben, ja, dieses Hintergrundrauschen eben auch als, als Grafik, sage ich mal. Das wird ja in diesen Wellen angezeigt. Und hier ist es absolut kein Hintergrundrauschen beim Mikrofon. Also es ist wirklich auch kristallklar. Man kann damit super Let's Plays machen. Und es ist einfach nur perfekt. Falls man dann unterwegs ist mit dem iPod etc., das ist auch dazu geeignet. Ich habe es ausprobiert und man kann sogar für, ich weiß es nicht, Gespräche am iPhone, habe ich jetzt nicht getestet, ich habe kein iPhone. Ich habe zwar ein Galaxy S2, aber ich habe es bisher noch nicht getestet. Man kann auch ein zweites Mikrofon verwenden. Das heißt, dieses Headset hat zwei Mikrofone. Das zweite befindet sich, ich zoome mal ganz kurz ran, ich versuche euch das mal zu zeigen. Das Licht ist ein bisschen schlecht, deswegen leuchtet die Lampe hier auch noch extra. Aber genau hier, wo mein Daumen ist, genau da ist das zweite Mikrofon. Komm, werd scharf. Gut, jedenfalls, ihr seht es ungefähr. Da, wo die drei Striche sind, da ist das zweite Mikrofon. Da müsst ihr einfach hier diesen Stecker hier einfach so zack umlegen. Und dann habt ihr die B-Variante. Das ist einmal A und B steht da drauf. Und bei B wird eben dieses Boom-Mic, so heißt das, verwendet. Und das ist ebenfalls sehr gut, also für unterwegs eben, wenn man nicht so ein Riesenteil hier dran haben will, dann ist das auf jeden Fall sehr praktisch. Damit kann man dann eben per Handy auch, glaube ich, telefonieren, müsste möglich sein. Und eben einfach ja, das Headset zu Hause lassen, also hier das Mikrofon meine ich. Und es ist auf jeden Fall richtig geil, kenne ich auch sonst bei keinem anderen Hersteller. Von daher ist es auch nochmal ein sehr großer Pluspunkt. Ja, Design, was kann man dazu sagen? Ich finde es perfekt. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Man hat hier so ein kleines MLG-Logo, ich zoome mal ganz kurz ein bisschen ran. Da sieht man MLG-Logo, muss natürlich dazugehören, das ist richtig genial. Hier oben ist es so ein Stoff-Astro-Logo. Es ist richtig genial, es fühlt sich auch einfach nur top an. Also richtig hochwertig finde ich das. Ist ja so reingestickt, dieses Astro-Logo mit dem Sternchen da. Dann hier nochmal Astro. Das hier ist Metall, kann auf jeden Fall nicht kaputt gehen. Das ist hier alles hochwertiges Plastik. Hochwertig hört sich jetzt, oder Plastik hört sich jetzt billig an, aber es fühlt sich wirklich hochwertig an. Es lässt sich hier oben auch alles wunderbar biegen etc. Von daher, Verarbeitung und Design finde ich top. Ich habe jetzt hier die Schwarz-Weiß-Variante. Es gibt auch das Astro in einer anderen Version. Ich glaube, die heißt BXA-Edition. Dann gibt es das noch in so einem Grün hier, in so einem Militärgrün oder auch in ganz Schwarz. Also da kann man sich eben seine eigenen Sachen so ausdenken. Ich finde jetzt die weiße Variante am besten und ja, ich werde mir auch noch überlegen, ob ich mir dann hier solche Tags noch zulege. Aber dazu komme ich jetzt. So, also Sound ist alles super. An der Xbox ist der Sound ebenfalls gut. Man hört die Gegner überall, man kann alles lokalisieren. Man hört auf der ganzen Map, also ich persönlich spiele jetzt nur Halo 3, aber man hört auf der ganzen Map wirklich Schüsse etc. Und das hört man wirklich sonst bei anderen Headsets nicht. Also hier hört man wirklich alles. Also selbst wenn der andere auf der anderen Seite der Map eine Waffe aufnimmt, dann wisst ihr das. Das kann man sonst einfach nicht wissen. Man hört jeden einzelnen Schuss von irgendeiner Waffe. Man kann sofort sagen, aha, der Gegner ist da, man muss nicht lange suchen. Und es verschafft einem einen riesen Vorteil. Also ich schätze mal, man ist nochmal locker so 10-15% besser als sonst, weil man einfach alles und jeden hört. Absolut genial. Ohne Rauschen, ohne alles. Und da kommen wir jetzt auch schon zu den negativen Sachen. Ein kleiner negativer Punkt ist, dass man bei der Xbox, bei mir ist es jedenfalls so, muss ich das Mixamp so einstellen. Das heißt, ich muss Voice ganz laut stellen, denn ich will meine Teammates ja hören, also in der Party. Und
sonst höre ich die nicht. Wenn das jetzt beides hier auf Mittel eingestellt ist, so habe ich es beim PC, beides auf Mittel, dann beim PC ist das perfekt, bei der Xbox fliegt einem dann das Ohr weg, sage ich mal. Also das nicht, aber der Sound ist viel zu laut und man hört seine Mitspieler kaum. Das heißt, man muss es ein bisschen umstellen. Ist ein bisschen blöd, ist jetzt kein großer negativer Punkt. Man muss es einfach hier einstellen und dann hat sich das. Aber das weiß ich nicht, warum das jetzt so ist. Irgendwie kann es auch an der Xbox liegen, aber ist ein bisschen blöd, dass man das erst umstellen muss. Weil ich dachte vorher irgendwie, dass das Mix-Amp kaputt ist, aber einfach umstellen und dann hört man alles wieder perfekt und leise oder eben so laut man es haben will. Ja, dann ein weiterer negativer Punkt. Die Ohrpolster sind super, keine Frage, die sind schön weich, alles mögliche, also die kann man auch bequem die ganze Nacht tragen, habe ich schon öfters gemacht, kann man 7, 8, 9 Stunden am Tag locker tragen, das ist kein Problem. Das Einzige, was mich stört, sind die Polster hier oben. Das, also hier ist auch ein Polster da oben und das ist ein bisschen, ich sag mal, billig da reingemacht. Man hätte es ein bisschen bequemer machen können. Das ist ein sehr dünnes Polster da oben und dann können diese Streben, diese Plastikstreben eventuell nerven. Können nerven, aber ich hatte bisher keine Probleme, aber nach einer Zeit, wenn das Headset zu stramm eingestellt ist, sage ich mal, dann kann man es merken. Das heißt, da oben hätte es vielleicht noch ein bisschen besser sein können, dass das hier auch nicht ganz so viel wackelt. Also ein bisschen verstellbar ist natürlich gut. Also elastisch, flexibel ist natürlich gut. Aber ein bisschen mehr Polsterung wäre hier oben einfach besser. Das sieht man, ist nur ganz dünn hier. An den Ohrmuscheln ist es natürlich perfekt. Und hier oben ist es ein bisschen wenig. Aber sonst am Sound gibt es nichts zu bemängeln, nichts zu bemerken. Es ist einfach nur perfekt. Es ist ein ganz anderes Gefühl als beim Triton AX Pro, was ich vorher hatte. Das ist leider kaputt gegangen. Das Mikrofon ist im Arsch und es hatte irgendwo hier drin einen Kabelbruch. Könnte hier auch passieren. Hoffe ich nicht. Aber insgesamt finde ich die Verarbeitung sowie Soundqualität ist um einiges besser als beim Triton AX Pro. Und das ist einfach meine ganz objektive Meinung. Ich hatte beide Headsets. Ich kann das ganz gut beurteilen. Ich habe jetzt beide sehr lange benutzt. Das Triton eben über ein Jahr, glaube ich. Und das jetzt hier eben auch schon fast 2 Monate. Es gibt einfach keine Alternativen. Wenn man das Beste haben will und auch noch mit einem kleinen MLG-Flavor, dann sollte man auf jeden Fall das Astro A40 nehmen. Also ich finde, der Preis lohnt sich. Wenn man das Geld hat, dann sollte man es sich zulegen. Da macht man auf jeden Fall nichts verkehrt. Man kann es überall nutzen. Am Handy, iPod, PC, Mac, Xbox, PlayStation 3, es ist alles geeignet. Und auf jeden Fall mit dem Mix-Amp, das kann ich empfehlen. Man kann es auch ohne benutzen, das mache ich auch inzwischen öfters, damit ich nicht das Mix-Amp die ganze Zeit an- und ab montieren muss, sage ich mal. Also an- und abschließen. Und deswegen kann man auch mit diesem, ja, die Kabel kann ich jetzt nicht zeigen, die sind jetzt hier woanders. Obwohl, halt, ich kann sie doch zeigen. So. Das ist das Kabel für den PC, da kann man einfach hier diese Splitter, da ist dann auch so ein Symbol, einmal für Kopfhörer, Mikrofon eben, grün und pink oder rot. Und da kann man das ganz einfach anschließen, ohne irgendwie das Mixamp, ohne Stromquelle etc. Einfach Headset rein und fertig. Und dann ist es schon alles fertig. Ja, für wen ist das Headset gut? Ich würde sagen, für nur PC-Gamer würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Wenn man das jetzt wirklich jeden Tag benutzt, für Musik und etc., dann okay. Aber Gaming-Headsets für den PC gibt es bestimmt, ich sag mal, von der Preis-Leistung her bessere Sachen. Zum Beispiel von Logitech. Die haben wahrscheinlich nicht den gleichen Sound, aber für nur PC lohnt sich der Preis einfach nicht, sage ich jetzt mal. Also ihr solltet schon irgendwie eine Xbox haben, eine PlayStation 3, dann lohnt sich das auf jeden Fall mehr. Ja, das war mein kleiner Testbericht. Also wie gesagt, Sound ist alles super, da gebe ich volle Punktzahl. Design finde ich auch gut, ist natürlich Geschmackssache. Positiv ist auch, dass man die hier austauschen kann. Ach so, und noch ein weiterer negativer Punkt.
den ich vergessen habe. Die Teile lassen sich zwar austauschen, sind aber dafür verdammt teuer. Die kosten mal eben ein so ein, ich glaube zwei Stück hier, also ein so ein Paar, kosten glaube ich mal eben so 20 Euro. Und das ist ein bisschen teuer. Also wenn man schon 230 Euro bezahlt für das Headset und sich dann noch ja, solche Tags zulegen will, dann ist das ein bisschen teuer. Ich meine, jeder will ja irgendwie sein Headset in einem eigenen Design haben. Und das ist einfach nicht möglich, wenn das dann auch mal so teuer ist. Also finde ich ein bisschen schade. Aber ist dennoch eine gute Idee, dass man das machen kann, wenn man das will. Und ich glaube, ich werde das wohl auch bald machen. Spätestens wenn Halo 4 rauskommt, dann sollte mein Headset in neuen Glanz erstrahlen. Ja, das war's dazu, zu meinem objektiven Review zum Astro A40 Gaming Headset. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, sagt, was ihr für ein Headset habt und was ihr so für Erfahrungen habt. Und dann freue ich mich über eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.